Die Digitalisierung ist ein globales Phänomen, das alle Altersgruppen betrifft. Die einen lehnen den Einsatz von Computer und Tablets in der frühen Bildung ab, wieder andere meinen hingegen, dieser frühe Einsatz bereitet bestmöglich auf die Digitalisierung vor. Ich darf jetzt diesbezüglich plaudern mit Expertin Antje Bostelmann. Damit hallo und herzlich willkommen bei BildungsTV. Ja, danke schön. Frau Bostelmann, was meinen Sie denn? Was sagen Sie den Kritikern, die sagen, lieber warten mit dem Einsatz von Tablet und Computern, bis die Kinder etwas älter sind? Also meine Überzeugung ist, dass die Lebensrealität der Kinder in den Kindergarten gehört und natürlich auch in die Schule. Und wir machen uns was vor, wenn wir glauben, dass die Lebensrealität der Kinder digitalfrei ist. Und deshalb ist es meine Überzeugung, dass Erwachsene die Verpflichtung haben, den Kindern diese Welt zu erklären. Und dazu gehört auch, dass sie mit den Kindern die digitale Welt entdecken. Das Problem hierbei wird ja oft sein, dass die Erwachsenen selbst gar nicht den Umgang mit den digitalen Medien so versiert sind, wie es wünschenswert wäre. Naja, ich glaube, dass wir hier uns so ein bisschen blockieren lassen von so, wie soll man sagen, so einer Nicht-Könnens-Fantasie. Ja, ich glaube, dass es zu allen Zeiten so war, dass es in der Lebensrealität Dinge gab, die wir als Erwachsene auch nicht verstanden haben und die wir trotzdem gemeinsam mit den Kindern entdeckt haben. Und wir Erwachsene sind doch, wie soll man sagen, gute Erklärer, gute Mitforscher, gute Begleiter. Wir sind einfach authentische Begleiter für die Kindheit. Und das heißt, wir können mit den Kindern gemeinsam auch jede Frage beantworten. Wir müssen uns halt mit den Kindern auf die Reise begeben. Sie sagen also, digitale Bildung so früh wie irgendwie möglich. Die Frage ist immer, was ist denn digitale Bildung? Also man muss sich da auch mal ein bisschen kritisch mit den Dingen auseinandersetzen, weil das eine sind digitale Technologien, das sind Werkzeuge, also Dinge, die von Menschen gemacht wurden, um irgendwas damit zu tun, und das andere sind Medien, und Medien transportieren Informationen. Und wenn man darüber sprechen will, was man jetzt den Kindern anbietet oder wie man Bildungsprozesse gestaltet, muss man zuerst immer einmal klar haben, rede ich jetzt vom Werkzeug oder rede ich von dem Informationstransporteur? Ja, und natürlich vermengen wir das gerne, weil wir in diesen Smartphones Werkzeuge zum Informationstransport wiederfinden, und trotzdem, wir müssen einfach wissen, was wir den Kindern beibringen wollen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir den Kindern beibringen, dass Konsumieren ist einfach nicht gut. Ja, das macht uns abhängig. Das macht uns auf jeden Fall nicht zu mündigen Mitbürgern. Und es ist doch viel besser, Dinge selber zu produzieren, sich selber zu verwirklichen und auch diese Werkzeuge zu benutzen, um eigene Ideen in die Realität werden zu lassen, um Dinge, von denen man träumt, selber zu gestalten. Und das ist der Ansatz für mich. Und also, der kennt übrigens keine Altersgrenze. Digitalisierung ja, aber unter dem Aspekt, dass die digitalen Produkte für uns arbeiten und nicht umgekehrt. Ja, und die Frage ist auch, welche digitalen Produkte sollen dann für uns arbeiten? Als mündige Menschen entscheiden wir ja auch, was unser Leben wie gestalten und bestimmen soll. Und wenn man sich so umguckt in Spielzeugläden oder auch auf solchen Veranstaltungen hier, da findet sich doch das ein oder andere, wo man sich fragt, bringt das nur was? Und ich glaube, eine Fähigkeit der Menschheit muss sein, zu entscheiden, ist das, was wir damit jetzt machen könnten? Oder ist das, was dieses Ding jetzt machen kann, ist das gut für uns Menschen? Und wenn es nicht gut ist, dann lassen wir es doch sein, oder? Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Technologisch wäre wahrscheinlich vieles möglich. Wie sähe denn Ihrer Meinung nach eine wünschenswerte, frühkindliche digitale Bildung aus? Also ich glaube, die Kinder müssen zuerst mal verstehen, wie Technik funktioniert. Und da haben wir ein Problem, was nicht seit der Digitalisierung besteht, sondern der Kindergarten verzichtet ja doch immer gerne darauf, mit den Kindern darüber zu sprechen, wie der Strom in die Lampe kommt. Ja, welche Dinge leiten. Also technische Phänomene sparen Erzieherinnen doch ganz gerne aus. Also
Da können sich alle mal an die eigene Nase fassen. So. Und ich glaube, es ist aber wichtig. Ja? Wenn ich so ein Tablet in der Hand habe, reicht es nicht zu wissen, ich muss auf diesen Schalter drücken, sondern ich muss wissen, was passiert eigentlich dahinter. Und ich finde es wichtig, die Fragen der Kinder nach dem Internet oder was im Inneren des Computers ist, diese Fragen beantworten zu können. Und es ist so leicht, das Internet zu erklären, aber viele Erwachsene stellen sich das so unglaublich schwer vor. Und da brauchen wir, glaube ich, auch als Erwachsene ein bisschen mehr Fantasie und ein bisschen mehr Mut, gemeinsam mit den Kindern so auf spielerische Entdeckungsreise zu gehen. Das heißt, es braucht in erster Linie auch Bildung für Erwachsene im Digitalbereich. Erwachsene brauchen Ermutigung und ein bisschen kritische Distanz zu all diesem faszinierenden Krimskrams, der da unter diesem Überbegriff digital einherkommt. Und wenn ich Digitalität kritisiere, dann muss ich halt mit dem Ofen heizen, nicht? Oder zurück zu dem alten Trabi mit seinem Zündkerzenmotor oder so. Und wir, also Digitalisierung ist doch gemacht, um uns das Leben zu erleichtern, an bestimmten Stellen. Und an diesem Thema müssen wir dranbleiben und darüber einfach immer reflektieren. Erleichtert es mir jetzt das Leben oder macht es mich blöde? Ja? Also manipuliert es mich vielleicht sogar? Ja? Wird mir irgendwas vorgegaukelt durch dieses Medium? Und an diesen Stellen muss man kritisch sein und man muss zu jedem Ding, was einem hier vorgestellt wird, erstmal sagen, gucke ich mir erstmal an. Und dann kann man überlegen, ist das nur sinnvoll? Und dann ist immer die Frage, wofür ist es denn sinnvoll? Ja? Ich habe gesehen, Sie sind mit Klacks auch hier auf der Didakta vertreten. Können Sie für unsere Zuseher kurz zusammenfassen, was ist Klacks, was machen Sie da konkret? Klacks ist ein internationales Bildungsunternehmen, was sehr davon lebt, immer wieder Innovationen im pädagogischen Bereich zu entwickeln und diese auch in den Markt zu streuen. Also wir entwickeln pädagogische Konzepte und setzen die in Kindergärten und Schulen um. Wir entwickeln Materialien, wir gestalten zu diesem Thema viele Fortbildungen und wir sind jetzt seit über 5 Jahren im Bereich der Digitalisierung, vor allen Dingen im Kindergarten unterwegs und helfen Erzieherinnen zu verstehen, worum es dabei eigentlich geht und dass es nicht darum geht, dass jedes Kind auf irgendeinem Tablet rumdallert. Aber dass schon die Jüngsten wirklich mit der Digitalisierung oder beziehungsweise mit deren Tools in Berührung kommen, das zeigt auch ein lustiges Video, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, wo ein circa 2-jähriges Kind mit einer normalen Zeitschrift da sitzt und versucht zu wischen. Das kenne ich. Ja, aber also wundern wir uns darüber? Also meine Enkel haben schon lange ihre Fotoalben nicht mehr im Papier im Schrank stehen. Die sind auf dem Handy des Vaters und die wischen halt da drum. Mein Enkel hat von Anfang an mit Siri kommuniziert. Ja, der hat Siri was gefragt und Siri hat ihm dann irgendwelche Tiere gezeigt. Das hat übrigens nur funktioniert, wenn er den Schnuller aus dem Mund genommen hat. Ja, da hat er auch was gelernt. Also wir digitalisieren diese Welt. Und die Kinder gucken uns dabei zu. Und das, was wir alle wissen, ist, dass Kinder am Modell lernen. Ja? Wir sind das Modell der Kinder. Und warum wollen wir jetzt den Kindern sagen, dass das, was wir da machen, das ist nichts für euch? Ja, das haben Generationen vor uns schon versucht. Und das ist immer gescheitert, dieses Konzept. Letzte Frage, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, wie wird denn das Klassenzimmer oder vielmehr der Kindergarten, die frühkindliche Erziehung, wie wird das Ihrer Meinung nach in 5 bis 10 Jahren aussehen? Es wird so aussehen, dass die Kindergartenräume inspirierende und interessante Räume sind mit Dingen, mit Spielmaterialien. Und die Kinder werden diese Spielmaterialien sehr kreativ einsetzen. Das ist meine Vision von der Entwicklung der Bildung, dass wir das Spiel in den Mittelpunkt der Lernmethoden stellen, dass wir also kreative Ideen in Kindereinrichtungen möglich machen und dass die Schule anfängt, vom Kindergarten zu lernen. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass irgendwas Digitales da sein wird. Ich glaube auch nicht an digitale Lernumgebungen, weil der Mensch braucht die Welt um sich herum und die besteht aus so viel mehr als nur aus irgendwelchem Technikkram. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Dankeschön.